Okay. So, dann wollen wir mal gucken, wo bin ich denn hier? Okay. Stehen hier einfach mal Statuen vor mir. Wo bin ich hier? Okay, ich muss hier runter. Oh, Backe. Ich habe so das Gefühl, hier kommt gleich irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Naja, gut, das ist nicht so schlimm. Das auch nicht. Schießt gerade einmal Bams tot. Hier waren doch noch irgendwo Triforce, oder? Huh! Wo kam das denn her? Okay. Der verliert auch Pistolenmunition. Ich glaube, ich sollte das mal lieber nehmen. Weil hier gibt es nämlich sehr, sehr viel von. Oh Gott, da stand ein Dicker. Ich hasse die. Mist. Die können da dran vorbeischießen, aber ich nicht. So. Huh! Nein, Mann. Schreckt man sich hier wieder. So, weg mit dir. Der nächste... Okay, da war ich jetzt schneller, als der um die Ecke kam. Hallo. Was ist das denn? Warum ist denn... Oh, jetzt... Das ist einfach mal so eine Wassersäule. Ey, wie ich einfach alles vergessen habe. Ja gut, ich muss natürlich... Also, ich wusste nicht, dass hier so eine Wassersäule ist. Ich kann mich ja an so viele Spiele erinnern, aber warum nicht an Turok 1? Verdammt nochmal. Na gut, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe das immer beim Kumpel gespielt früher. Alter. Wie cool das einfach. Aua. Wo kommt das her? Von da oben, natürlich. Ja, flieg auf die... Weißt du, er fliegt hier auf die Schnauze, aber da oben liegt das Leben. Egal, wir speichern jetzt mal. Mann, Mann, Mann. So, zurück. Und jetzt müssen wir hier irgendwie... Und da durch. Und hier durch. Und jetzt warten. Und hier durch. Und warten. Und hier durch. Und warten. Und. Oh, jetzt kommt das von beiden Seiten. Ich muss da durchspringen. Es hilft nichts. Hui. Was ist denn... Entschuldigung. Ich muss ja gerade lachen. Weil der so weit hochgeflogen ist. Durch die Decke. Mit dem Kopf durch die Decke. Okay. Hier kann ich also die Dinger hochfahren. Und die fahren bestimmt irgendwann wieder runter. Wenn ich mich nicht beeile. Ich wusste es. Warum bist du nur so ein Arschlochspiel? Ich warte jetzt einfach mal kurz, bis wieder alles hochgefahren ist. Oh, was ist das denn? Das ist echt fies. Also, ich muss hier anfangen. Dann muss ich hier rüberlaufen. Dann muss ich hier hinlaufen. Und zum Schluss den Knopf. Oi, 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 oi. Das hat ja gerade so geklappt. Und jetzt? Muss ich da hoch, oder was? Ich weiß, ich habe da eben gerade ein Portal gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier hoch muss. Ich muss bestimmt hier hoch. Es schießt irgendwo. Hä? Wo muss ich denn jetzt raus? Was? Kannst mir doch sagen, was du willst, aber ich glaube, ich bin gerade den Originalweg gegangen. Ich springe hier mal runter. Wie man das hier einfach überlebt. Oh Mist. Jetzt muss ich ja hier wieder durchlaufen. Na gut, dann warten wir mal eben. Ich will durch das Portal mal eben kurz gehen. Mist.
Okay, sind hier irgendwo Leben? Nein. Hier ist auf jeden Fall Munition. Warum kann ich hier durch so ein Portal gehen? Mal gucken, was passiert. Ich weiß gerade echt nicht, wo hier der Hauptweg ist und wo hier vielleicht... Das sieht alles wie ein Hauptweg aus. Ich gucke mal. Ich gucke einfach mal. Da geht's auf jeden Fall hoch. Dann gehen wir doch einfach mal hoch. Ich habe bestimmt jetzt irgendwas übersehen. Ne, jetzt bin ich ja hier. Die Frage ist ja... Ich muss da drauf, ne? Okay, die halten etwas mehr aus. Oh mein Gott, was? Okay, die kann man, glaube ich, nicht so einfach besiegen. Aber da muss ich auf jeden Fall hin. Wow! Das war gerade knapp. Okay, das ist jetzt gleichzeitig diesmal. Diesmal geht es. Okay, wie war das jetzt gleich? Ich muss da anfangen und hier rumlaufen. Dann machen wir das mal. Wobei... Ich muss da hin. Ich muss dieses Teil holen. Hier komme ich ja wieder zurück. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, weil da oben das Gitter ja nicht aufgegangen ist. Das heißt also, wenn ich da hochgefahren bin, muss ich flüchten. Ah, falsch rum. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ein Erlebnis. Tja, wie macht man das denn jetzt? Leben die denn noch oder sind sie jetzt weg? Die stehen da wieder wie Statuen halt. Stehen? Chronozepter-Teil! Das war das Chronozepter-Teil! Was habe ich denn da? Oh, wow! Oh. Ich glaube, die kommen runter, oder? Ich muss hier schnell weg. Das war das Chronozepter-Teil? Was habe ich denn... Kann das sein, dass dieses Level aus zwei Leveln besteht? Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber habe ich da nicht... Ich habe doch... Was war denn das dann für ein Teil? Was ich da am Anfang gesehen habe. War das nicht ein Chronozepter-Teil? Ich meine... Hä? Okay. Das war jetzt irgendwie gerade ein bisschen strange. Aber okay. Lassen wir das mal so. Das Spiel ist nicht hundertprozentig bugfrei, aber das ist egal. Da macht man sich ja noch drüber lustig über diese Bugs. So. Das haben wir schon mal geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Also, wenn ich jetzt hier hochgegangen wäre, wäre es tatsächlich... Boah, war das laut. Wäre tatsächlich der falsche Weg gewesen. So, und jetzt hier rüber. Boah! Wir können tatsächlich in der Luft springen. Wie so ein Super Mario. Okay. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wenn ich mal so blöde fragen darf. Bestimmt auf die andere Seite. Von unten schießt es. Und ich habe immer Angst, dass ich abstürze. Das war die Sackgasse. Verdammt! Dann gibt es ja auch noch verschiedene Wege. Ich glaube, ich muss irgendwo hin. Ist ja schon mal gut, dass ich das weiß, dass ich irgendwo hin muss.
sieht mir so aus. Ja, hier muss ich hoch. Tipps. Und dann da hoch. Dann hier rüber. Dann da rüber. Dann dahin. Und jetzt muss ich gerade überlegen. Ich muss darüber. Die sehen zwar alle so aus, als ob das die richtigen Wege wären, aber sie sind doch alle etwas unterschiedlich. Obwohl, ich wäre wahrscheinlich auch durch den Mittelweg irgendwie gekommen. Aber so ist es sicher. Sicher ist sicher, wie wir immer so schön sagen. So. Volles Leben. Mal kurz Auge kratzen. Boah. Warum muss das jetzt eigentlich... Na toll. Reißt man erstmal die Brille... erstmal den Kopfhörer runter, wenn man die Brille wieder aufsetzt. So. Juh. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Habe ich jetzt eigentlich alles geschafft? Ich will jetzt... Also ich gehe mal von aus, hier gibt es wieder einen Endgegner. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen, weswegen ich jetzt nicht alle Schlüsse habe. Aber ich will jetzt gerne mal wissen, was das da hinten war. Was ist das da? Das ist doch auch ein Chronozepter-Teil, oder nicht? Vielleicht komme ich da ja noch hin, aber... Hä? Ich mache mal Folgendes, ich gehe mal durch das Portal. Oh Gott, hier muss man ja weit springen. Okay, mal sehen, wo ich jetzt rauskomme. Was? Okay. Es gibt keinen Endgegner. Die Sonne fehlt und... Moment. Moment. Die Sonne... Das ist Level 8. Ja, natürlich. Hier, da sind Sonnenteile. Hier sind... Das ist ein Schlüssel. Wie komme ich denn da hin? Komme ich da hin? Ich muss da irgendwie hinkommen, aber wie? Muss ich vielleicht darüber schwimmen? Tatsächlich! Alter, ist das Spiel fies! Hohoho! Ah! Nein, 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 nein! Geht doch! Das ist richtig fies, wenn das jetzt hier der Weg sein sollte. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Im Höhlensystem der Höhlenbewohner. Die sind eigentlich sowas wie Hüppeflöhe. Okay. Hier ist aber sonst nichts, ne? Also ich muss da hoch. Gut. Wo bringt mich das Portal hin? Fünf Tech-Pfeile. Wo bin ich? Hä? Oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch... Hier ist ein Checkpoint. Wo komme ich da unten hin? Ey, das ist jetzt aber... Das ist jetzt richtig fies. Ich glaube, ich gehe mal... Ich gehe da mal hin. Okay. Wo komme ich jetzt raus? Das wird ja immer verzwurbelter. Sammeln wir einfach die Triforces erstmal auf. Könnte ein geheimer Bereich gewesen sein. Wo bin ich jetzt? Okay.
Jetzt muss ich also springen! Da oben geht's auch noch irgendwo hin. Ich bin echt mal gespannt, wo ich jetzt hier... Es ist ja nicht so, als ob es da nicht irgendwie ein bisschen runter gehen würde. Wie soll ich denn... Okay, lebensmüde bin ich aber noch nicht. Das steht nicht auf meiner Stirn. Also, lebensmüde steht da nicht drauf. Da steht eher drauf, Angsthase. Yippie. Das könnte man schaffen. Oder auch nicht. Okay, Spiel. Dann ist das halt so, dass ich es nicht schaffe. Wie viel Leben habe ich noch? Oh, ein Leben. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Weil hier kriegt man nämlich echt langsam neue Leben. Und man sollte sie nicht alle verlieren. Weil wenn man die nämlich alle verliert, dann darf man nochmal beim Speicherpunkt irgendwo anfangen. Hä? Moment. Okay, wo geht's da oben hin? Das juckt mein Kopf. Merk dir die Stelle und waschen! So. Rucksack. Boah! Bist du denn bescheuert? Geht doch. Und ich bin Terra. Darüber kann ich springen. Das mache ich auch. Oh, das ging gerade so gut. Das ging gerade so gut. Ultraleben. Und heps. Und heps. Jetzt muss ich den Weg zwar nochmal gehen, aber das habe ich für Ultraleben echt gerne gemacht. Ich könnte... Also wenn das jetzt nicht der Weg ist, um zu dem Sonnenschlüssel zu kommen, dann weiß ich auch nicht. Boah, meine Güte, kann der schnell klettern. So, hier rüber. Und da hoch. Okay, hier ist ein Portal. Und wo komme ich hin? Ja, ich bin hier oben. Ich habe den nur ein bisschen anders in Erinnerung. Ja, ja. Los, nimm das Sonnenteil. Ja. Oh, meine Tüte, du. Na, das hat ja schon mal geklappt. Level 8, ein Schlüsselteil. So. Speichern, wo war das möglich? Da war es möglich. Und jetzt müssen wir halt in Level 5. Oh Mann. So. Nimmt er noch auf? Ja, er nimmt auf. Ich habe nämlich immer ein bisschen Angst, dass die Aufnahme irgendwann mal abkackt. Weil so viel Speicherplatz hat man dann doch irgendwann nicht mehr, wenn man das alles im Voraus aufnimmt. So, Level 4. Das war Level 5 bestimmt. Ja, das ist Level 5. Die Katakomben. Oh, oh. Die Katakomben. Da gibt es zwei Sonnenschlüssel und ein... Das dürfte Level 6 sein. Wo ist Level 6 eigentlich? Das hier könnte Level 6 sein. Das ist auch Level 6. Das Dorf in den Baumfällen. Wipfeln. Und ich glaube, hier haben wir auch schon... Nee, da haben wir noch gar keinen von. Stimmt, die finden wir alle in Level 6 dann. Ah ja. Vorher konnte man sich noch aussuchen, mit welchem Level man durchgeht. Und dann wird man gezwungen, die Level alle durchzunehmen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Wir gehen mal mit dem hier rein. Okay. Es sieht ja ganz vernünftig aus. Hier ist ein Wildschwein. Sehr verdächtig, dass das hier gleich am Anfang ist. Wow. Okay, es hat ein bisschen was verloren, aber nicht sehr viel. Die Katakomben werden jetzt hier Untote auf uns lauern. Das... Ich traue ja im Moment dem Spiel alles zu. Ich glaube, ja. Wenn ich mich noch richtig dran entsinne, dann war hier wirklich... Untote.